Liebe 1 Medienachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt, herzlich willkommen. Nicht nur das Pflegepersonal der Uniklinik Tübingen möchte bessere Arbeitsverhältnisse für die Pflegerinnen und Pfleger schaffen. In ganz Deutschland ist bekanntlich schon länger von einem Pflegenotstand die Rede. Am heutigen Mittwoch hat das Personal zusammen mit der Gewerkschaft Verdi in Tübingen demonstriert. Den vorgesehenen Streik hatte die Arbeitgeberseite mit einer einstweiligen Verfügung abgewendet. Vorerst. Die Pflege sei für die Arbeitgeber nichts weiter als ein Kostenpunkt, der grundlos zusammengestrichen würde, so die Meinung der Demonstranten. Sie hatten mit einem Protestmarsch begonnen. Die Bewegung fing am Tübinger Klinikum Berg an. Von dort aus lief die Gruppe unter Sprechchören wie »Mehr von uns ist gut für alle« zur Uniklinik im Tal. Das Ende des Marsches war der Holzmarkt. Hier versammelten sich die Demonstranten, um ihrem Protest gegen die Arbeitsbedingungen Ausdruck zu verleihen. Und ich muss sagen, es gibt einen riesen Unterschied. Also man kommt auf die Station, man wird angestellt, man geht dahin mit einem riesen Sozialethos einfach. Man möchte den Leuten helfen, man möchte das umsetzen, was man gelernt hat. Und man kommt dahin und man merkt, das ist gar nicht möglich, weil man gar nicht genug Zeit hat. Auch zwei Vertreter des Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart waren bei der Demonstration anwesend. Bei ihnen seien die Zustände ähnlich schlimm und sie unterstützten die Tübinger sehr gerne, betonten sie in einer Ansprache an die Menge. Diese Kundgebung ist nicht das Ende des Tarifkampfes. Benjamin Stein, der Geschäftsführer der Gewerkschaft Verdi im Bezirk Vils-Neckar-Alb, hält einen Streik für unausweichlich, falls die Arbeitgeber nicht auf die Forderungen eingehen. Und trotzdem wollen wir weitermachen. Also an inhaltlichen Auseinandersetzungen mit der Arbeitgeberseite hat sich bis jetzt nichts geändert. Wir brauchen mehr Entlastung auf Stationen, dafür brauchen wir eine Mindestbesetzung auf Stationen. Und deswegen sind wir heute hier und demonstrieren und werden den Streik halt nachholen. Wann genau der Streik kommen wird, weiß Stein noch nicht. Dennoch wird die Gewerkschaft sich noch in dieser Woche weiter beraten. Bald möchten sie dann in die Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite einsteigen. Es herrsche ein derartiges Klima auf den Stationen, dass zu einem Streik nur noch die rechtlichen Mittel fehlen würden. Ich denke, dass die meisten Menschen, auch die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, indem ich hier Flyer verteilt habe und Unterschriften gesammelt habe, immer ein großes Verständnis dafür hatten, dass es einfach die Arbeitsbedingungen in den Kliniken unerträglich sind und dass auch deswegen ihre eigene Gesundheitsversorgung darunter leidet. Die Pfleger und Pflegerinnen machen ihren Job sehr gerne, doch ihnen fehlt die Zeit, ihn auch gut zu machen. Das wollen sie jetzt zusammen mit der Gewerkschaft ändern. Mobilität der Zukunft, digitale Start-ups, Wirtschaft 4.0, digitalisierte Bildung und digitale Gesundheitsanwendungen, das alles möchte die Landesregierung voranbringen. Deshalb wurde jetzt ein Umsetzungsplan der Digitalisierungsstrategie vorgelegt, die 67 sogenannte Leuchtturmprojekte beinhaltet. Im Doppelhaushalt 2018-2019 hat die Regierung dafür 265 Millionen Euro bereitgestellt. Mit dem Breitbandausbau zusammen beträgt das Investitionsvolumen der Landesregierung für die Digitalisierung sogar 1 Milliarde Euro. Das ist das Dreifache von dem, was im Koalitionsvertrag vorgesehen war. Thomas Strobel zeigt sich zufrieden mit dieser Politik. Baden-Württemberg sei somit Vorreiter im Bund. Ich bin sehr dankbar, dass wir im Grunde genommen in Baden-Württemberg 1,5 Jahre weiter sind. Diese Gespräche haben wir schon vor 1,5 Jahren miteinander geführt und das Thema Digitalisierung als ein zentrales Thema des Regierungshandelns in Baden-Württemberg identifiziert. Um die Entwicklung im Bereich der Digitalisierung voranzutreiben, sind der Landesregierung vor allem die Unternehmensgründer wichtig. Deshalb nimmt die Regierung 25 Millionen Euro in die Hand, um diese zu unterstützen. An einigen Orten im Land funktioniert das bereits auch ohne finanzielle Hilfe. Auch bietet die Landesregierung Hilfen über regionale Digitalisierungszentren. Hier gäbe es ein umfangreiches Beratungs- und Weiterbildungsangebot. Auch die Bildung im Bereich der Digitalisierung möchte die Regierung fördern. Hierfür wird mit knapp 60 Millionen Euro das meiste Geld bereitgestellt. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.